Einen wunderschönen Willkommen zum heutigen Abend. Willkommen zu einer weiteren Runde Stasis. Gestern begonnen und angeguckt. Und heute spielen wir weiter. Kurzes Resümee. Wir haben von einer anderen Leiche haben wir Dinge mitgenommen, wie zum Beispiel die Hand. Mit der Hand konnten wir jetzt die Tür öffnen. Morgue. Oh, er hängt. Oh, jetzt nicht mehr. Warum hat denn jetzt was gesagt? Warum kann ich jetzt die Leiche wieder anfassen? Ein bisschen runterregeln hier. Interessant, okay. Verschmiertes Blut versperrt die Sicht in den dahinterliegenden Raum. Das gläserne Überwachungsportal ist innen total verdreckt. Oh, okay. Gut. Rein geht's. What is? The mortuary. Durch das vereiste Portal kann man ganz schwach den Umriss eines roten, verrosteten Metallgriffs erkennen. Das Gas ist mit festgefrorener Flüssigkeit überzogen, die einen Blick ins Innere unmöglich macht. Hinter dem Portal ist alles pechschwarz. Das Portal gibt einen eisernen Ausblick auf das, was dahinter liegt. Okay. Formen, die sich kaum voneinander unterscheiden lassen, liegen hinter diesem Punkt. Wir haben hier eine entsorgte Berichte. Okay. Jane Doe. Crowbar. Autopsieberichte. Kann man nicht. Der Körper wurde entdeckt in den Crewquartieren, und zwar in den Bädern. Ja. Die Arme sind aufgeschnitten bis zum Ellenbogen. Also von Handgelenk zum Ellenbogen. Sie ist innerhalb von Sekunden ausgeblutet. Next of kin? Wahrscheinlich Anverwandte werden so lange nicht informiert bis zum Ende des Vertrages. Was haben wir hier? Eine Fraktur am linken Femur oder so ähnlich, ne? Hier oben eine Fraktur am Schädel, am Haaransatz. Was haben wir hier? Orbital- und nasale Schäden. Oh. Eben halt aufgrund eines Kuhfußes, ne? Durch den Kopf. Oha. Hier ist irgendein Mageninhalt, enthielt irgendwas von Jane Doe. Wer auch immer das ist, ich weiß nicht. Kann man sein Charakter. Da hinten stand er. Hier ist eine Tür, schwelz offen. In diesem offenen Schmelzofen können Körper bei hoher Temperatur verbrannt werden. Mehrere ineinandergreifende Zähne winden sich um die mechanischen Räder. Aber ich habe keine. Okay, wir können es jederzeit öffnen. So viel dazu. Aber hier hinten ist nichts weiter los. Ich habe nichts verstanden. Überhaupt nichts. Gut, das ist jetzt die Frage, wo wir hin müssen. Wir konnten die Energie nicht umleiten. Ne? Hier sind noch ein paar Portale, da passiert aber nichts weiter. Und wir könnten höchstens probieren, ob wir noch mal ganz nach oben irgendwas machen können. Gabelstapler. Hier geht es, glaube ich, nicht mehr weiter. So ein Hinweis wäre nicht schlecht. Ach, das mit. Die Akustik ist wirklich.
Hardcore. Hey you, yes you over there. Ensure that you stay clean of parasites at all times. Mandatory rectal exams are to be enforced. Brought to you ich guck by mal hier. Health and Safety. Ja. Den einen Bereich kam man nicht rein, weil er versperrt war. Hier ist auch nichts weiter zu finden. Hier hatten wir das Leck ausgelöst, damit alles resettet wurde. Die Frage ist... Ich guck mal hier nochmal in die Logs. Die Flüssigkeitsspeicherbehälter zu reparieren. Ach, die Scheißsäure. Ja. Okay, das hilft uns nicht. Das hilft uns nichts. Da müssen wir woanders hin. Nichts weiter. Ist einfach ein Gang. Hier kann man noch nicht durch, durch die Tür. Mechanische Summen, können wir die vielleicht auch machen? Mit Bohrer? No, that's ridiculous. Okay. Dann geht das nicht. Na, Flo. Was können wir dann noch tun? Entweder fehlt uns ein Gegenstand. Damit kriegen wir die Tür auf, soweit so gut. Injektionsspritze. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Hier hinten war ja auch nichts weiter möglich. Wir haben hier das Zeug mitgenommen. Wir könnten höchstens noch... Warte mal. Was ist jetzt aktiv? Lebenshaltende Maßnahmen sind aktiv. Wobei, das passt schon. Okay, wir fahren wieder mit dem Fahrstuhl. So. Der war gesperrt. Hier war die Medizinstation. Wir gehen nochmal hier gucken. Vielleicht haben wir irgendeinen Abgang verpasst. Wir mussten nämlich die Bahn noch irgendwie mit Strom versorgen, aber wir konnten nichts drücken. Wie immer. Da ist nichts los. Die Türen kriegen wir hier nicht auf. Hier war auch nichts weiter. Die Leiche haben wir enthandet. Hier wurden wir gescannt. Es kann natürlich sein, dass hier noch irgendwas ist, was wir noch nicht gesehen haben. Hier waren bis Kisten. Aber ansonsten ist hier nichts weiter. Okay. Dann haben wir hier die Bahn. Das Sitze. Achso, rotierende Abluft. Abluftgebläse rotieren langsam und saugen abgestandene Luft durch die Metallluftschächte. Abend, Aaron. So,
Der geschlossene Sicherungskasten, da kamen wir nicht ran. Egal, was wir getan haben. Warte mal, wir haben ein Computerterminal noch. Achso. Aber wir kommen hier in... So, Fehlerbahn kann die Spur nicht wechseln, wenn weniger als 60% Energie vorhanden ist. Soweit, so gut. Ladestatus. So, System wird geladen, inaktiv. Bahnlinie 2. Bahnlinie 1. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwas drücken muss. Scheinbar kann man hier irgendwo. Hier kann ich drücken. Die Grüße waren früher auch mal besser. Piep. Meines Erachtens muss ich ja in den Sicherungskasten. Geht aber nicht. Wurde mit einem stabilen Metallschloss an der Seite des Deckels verschlossen. Oh, ich habe eine Idee. Die wird aber nicht funktionieren, aber trotzdem habe ich eine Idee. Also wenn die funktioniert... Puh. Meine Idee ist jetzt, Säure zu holen. In der Spritze. Und die Spritze dann an das Schloss benutzen. Hier ist geschlossen. Was ist das hier eigentlich? Okay, ist kaputt. Oder Eis. Aber es bringt ja nichts, Eis mitzunehmen. Das müsste ja gefrieren. Probier's trotzdem einzeln. Können wir hier... Nee, können wir nicht. Okay. Hätten wir gleich wieder Druck können. Nada. Okay, die Idee hat nicht funktioniert. Schade. Die Frage ist, was mache ich jetzt? Das mit der Säure war eigentlich eine super Idee, aber... Ich glaube, das bleibt auch dabei. Oder aber, warte mal, wenn das hier alles gefroren ist. Try to make it fit, but it may break. I can't see it working like that.
Nichts vereist da drin. Ich glaube, das müssen wir hier... No, that won't work. Was Auffälliges hier? Jetzt verkeilen wir das, richtig? Warning. Temperature increasing to dangerous level. The duty officer has been notified of it. Hier ist ein Brecheisen. Oh Gott. Das ist, I can hear you're taking strain. But keep your eyes on the end goal. Your family. They need you. Was ist das denn? Was erzählt die denn da? Verwesene Leiche verbreitet einen unerträglichen Gestank. Aber ich kann nichts mit der machen. Erst Eis brechen, dann brech Eisen, ja. Aber Gestank? Hier wurde irgendwas injiziert, ne? Knochen bilden die grobe Form eines Menschen ab. Und jetzt? Aber jetzt sind die alle rausgekommen? Seziertisch können wir benutzen. Hier noch irgendwas Hübsches? Wobei wir mit dem Brecheisen wahrscheinlich jetzt was aufmachen können. Ja, ja, genau. Wir können jetzt mit dem Brecheisen den Elektrokasten aufbrechen. Ja, das alles hängt irgendwie mit allem zusammen, ne? So once I get this tram working, where do I go? Your best bet is to find medical access terminal. The medical wing is on that tram line, so it should be a quick ride. Thank you, Tia. And I'm sorry about your friend. Just be safe. Hab das Gefühl, wir sind bloß ein Experiment. Auch jetzt noch. Und irgendwas läuft hier rum, ne? Das haben wir auch noch gesehen. Okay, super Sicherung, Tram Charging System. Thank you.
Und jetzt? I don't know what I was thinking there. Was muss ich jetzt machen? Tram Charging System. Oh Gott, nee, oder? Tram Linebreaker. Hätte man auch direkt in dem System nutzen müssen können dürfen. Und wir können es auch wieder wechseln. Ah, okay. Wir können es auch wieder wechseln. Aber jetzt muss er erstmal laden. Bahn aufladen. Power Charge. Oh, ich möchte auch so ein Energielevel. Trams Power. I see it. Give me a second. I'm setting your destination to the medical wing. So, jetzt wechsle ich wieder die Sicherung. Weil ist ja geladen jetzt, ne? Bitte Spur manuell mit interner Bahnsteuerung wechseln. Wo ist die interne Bahnsteuerung? So. Ja, wahrscheinlich. Ach, hier ist ein Eingang. Ich habe es nicht gesehen. Entschuldigung. Sitzgelegenheit. Sitz. Und hier vorne ist die Bahnsteuerung. Okay. Ganz im Ernst? Das sieht aus wie eine E-Lok. Die auch noch heutzutage fahren. Ich habe ja so eine Vermutung gerade. Es ist alles in deinem Kopf. So. Tram Line Switch. How long? How long what? How long ago was the evacuation? My family would have left with everyone else. With the people that made it out. That's I'm not sure exactly. That blood looked pretty dry. It's been a while. We've been stuck in this death trap for about 3 months now. 3 months? There are more of us recently. You and I were the last. We were repairing the shutters. We're almost done. Yuri was out getting supplies when... Well? Was he I mean, were you and he? Yuri? No. We would have killed each other long ago if we didn't eat each other to survive.
missing, or you got things done. I was married once. That was a long time ago. What happened? Störung. How many of your cockroaches do I have to kill, Miss Hensley? Milan! Let's talk about this! This was the last straw. I'm coming for you next. And as for your little bed. Warning. Brakes disabled. Low pass filters disabled. Structural integrity compromised. An evacuation is advised. He's going to be around the track! Alter. Ich wollte mir doch festhalten. Abend haben. Es fehlt so eine kleine Hotspot-Anzeige bei dem Spiel. Was ist jetzt los? Oha, Tam. Ich will nicht springen. Ich speichere erstmal. Oh, doch, geht. Oder? Geht's? Muss gehen. Ja. Just a second. That was close. John, are you okay? I'm fine. you're breaking up. I can't hear you. Hello? Tia? Come in. Radio's not working. Okay, get it together. First things first. Where the hell am I? Ich muss mal gerade was, warte mal, ich speichere mal kurz. Das macht mich ja ganz wuschig. So. Achso, ihr seht es ja nicht, warte mal, Achtung. Hier unten. Seht euch das Ding hier an. Ja. Okay. Hab da. Verinnerlicht. Okay. So, und jetzt, pass auf. Mach ich mal so. Ich hoffe, das Spiel stürzt sich ab. Ich habe gespeichert. Oh, okay, schaltet um. So, pass auf. So, Moment. Wo ist er? Ich finde sie, pass auf, geht gleich los. Wo ist er? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich. Wo ist er denn? Das könnte die sein. Ich bin gerade, falls ihr gucken wollt. Ich bin gerade am Gucken. Ja, also ist nicht so wie die. Die ist halt schräger, runder gebogen vorne.
Und ich weiß, dass es sowas gab. Bin ich mir ziemlich sicher. Da stand eine E-Lok als Pate. Definitiv. Da stand eine E-Lok als Pate. Aber so ad hoc würde ich jetzt sagen, nö. Also, finde ich sie jetzt nicht. Das meine ich damit. Mit nö. Aber ja, kommt aber nicht dicht genug dran. Ist auch egal. So, zurück zu Lück. Ich hoffe, das geht. Ist egal. So, okay. Hier ist doch was, oder? Nee, ist nichts. So, ja, die Bahn hat ihre letzte Station auf der Linie erreicht. Das Geräusch ihres außerplanmäßigen Haltemanövers hallt immer noch in deinem Kopf nach. Eine Rolle mit Notfallnylon liegt in der Nähe der Tür. Dann nehmen wir mal den Notfallnylon. I could use this. Hatte ich mir schon fast gedacht, wenn da schon Notfallnylon steht.